Eine algorithmische Problemstellung folgt immer dem Schema, gegeben ist das und das, gesucht ist das und das. Manchmal ist das gesuchte Ergebnis eindeutig, wie etwa beim String Matching. In anderen Fällen kann das gesuchte Ergebnis auch uneindeutig sein. Zum Beispiel kann es mehrere kürzeste Wege von einem Knoten zu einem anderen in einem Netzwerk geben. Einen Algorithmus kann man sich zum Beispiel als eine Methode in Java vorstellen, die beim Aufruf Eingabeparameter bekommt und ein Ergebnis zurückliefert. Bei einer Java-Methode kann Eingabe und Ausgabe zusammenfallen. Zum Beispiel bei Sortieralgorithmen. Eine Referenz auf die zu sortierende Sequenz ist der Eingabeparameter. Diese Sequenz wird in sich sortiert. Aber es wird nichts zurückgegeben, wozu auch? Wir werden in unseren theoretischen Betrachtungen aber meist strikt zwischen Eingabe und Ausgabe unterscheiden, auch wenn sie in konkreten Implementationen, in konkreten Programmiersprachen manchmal dasselbe Objekt sind. In Einzelfällen ist der Fall besonders interessant, dass Eingabe und Ausgabe dasselbe Objekt sind. Das nennen wir dann die In-Place-Variante eines Algorithmus. Jeder Algorithmus ist iterativ oder rekursiv, also entweder eine Schleife oder eine Rekursion. Schleifen und Rekursion kann man zwar ineinander umwandeln, aber in der Darstellung eines Algorithmus entscheiden wir uns natürlich immer für eins von beidem, nämlich das natürliche Erscheinende. Immer so, wie sich auch die meisten Lehrbuchautoren entschieden haben. Ein Algorithmus kann auch aus mehreren nacheinander ausgeführten Schleifen oder Rekursionen bestehen. Dann betrachten wir jede davon als eigenständigen Algorithmus. Andersherum können in einem Algorithmus mehrere Schleifen ineinander geschachtelt sein. Also in jeder Iteration der Hauptschleife wird eine weitere Schleife ausgeführt, genau dasselbe bei Rekursion. In einem solchen Fall verstehen wir die innere Schleife oder Rekursion wieder als einen eigenen Algorithmus, auch wenn wir ihm nicht immer einen eigenen Namen geben. Merge-Sort ist ein Beispiel, wo eine Schleife in einer Rekursion auftritt. Diese Schleife haben wir in einen eigenen Algorithmus namens Merge ausgelagert. In allen Lehrbüchern und Vorlesungsskripten, die ich kenne, werden der Algorithmus selbst, die Korrektheit des Algorithmus und die asymptotische Komplexität des Algorithmus strikt voneinander getrennt und nacheinander behandelt. Erst wird der Algorithmus erklärt, dann seine Korrektheit bewiesen, zum Schluss seine Komplexität bestimmt. Jeder Algorithmus sieht dabei völlig anders aus als jeder andere. Hier in dieser Vorlesung gehen wir ganz anders vor. Algorithmen, Korrektheit und Komplexität bilden eine Einheit und bei jedem Algorithmus ist das Schema immer dasselbe. Das Schema ist auf dieser Folie allgemein formuliert. Jeder nicht-triviale Algorithmus wiederholt immer wieder eine ähnliche Schrittfolge, entweder in Form einer Schleife oder in Form einer Rekursion. Die Invariante ist die Essenz eines jeden Algorithmus. In der Invariante ist die Garantie formuliert, welche Eigenschaften die Daten nach jedem einzelnen iterativen oder rekursiven Schritt haben. Diese Eigenschaften kann der nächste iterative oder rekursive Schritt dann voraussetzen. Das sehen wir uns jetzt für iterative und rekursive Algorithmen jeweils an einem Beispiel an. Die Invariante einer Schleife beschreibt den quasi festgefrorenen Zustand zwischen zwei Iterationen bzw. vor der ersten und nach der letzten Iteration. Deshalb sagen wir immer nach i größer gleich 0 Iterationen. Nach 0 Iterationen heißt dann einfach vor der allerersten Iteration. Entscheidend ist, dass dieser festgefrorene Zustand ganz am Ende, nach der letzten Iteration, genau das korrekte Endergebnis impliziert. In diesem Beispiel gehört zur Invariante, dass die Sequenz groß R alle Vorkommen von T in S bis zum aktuellen Punkt enthält. Wenn am Ende gemäß Abbruchbedingung der aktuelle Punkt ganz am Ende von S angelangt ist, geht diese Invariante über in die Aussage, dass R alle Vorkommen von T in S enthält. Die Variante ist eine Änderung von Iteration zu Iteration, die dafür sorgt, dass irgendwann die Abbruchbedingung erfüllt ist, dass der Algorithmus also tatsächlich terminiert. Außerdem kann man aus der Variante die Anzahl der Iterationen bestimmen oder zumindest eine obere Schranke dafür angeben, sodass auch die asymptotische Komplexität auf Basis von Variante und Abbruchbedingung analysiert werden kann. Bei Rekursionen ist die Invariante meist einfach. Das Endergebnis muss korrekt sein. Für die Variante muss irgendeine Kennzahl mit wachsender Rekursionstiefe immer kleiner werden. In diesem Beispiel ist die Länge der zu sortierenden Sequenz diese Kennzahl. Sie nimmt sogar immer gleich um ca. die Hälfte ab, sodass die Rekursionstiefe logarithmisch ist. Zurück zum ersten iterativen Beispiel. Das Preprocessing muss so konzipiert sein, dass die Schleifeninvariante unmittelbar vor der ersten Iteration erfüllt ist. Und die Schleife selbst muss so konzipiert sein,
dass die Invariante nach jeder Iteration erfüllt ist, sofern sie vor der Iteration erfüllt war. Dann folgt mit vollständiger Induktion über die Anzahl der Iterationen, dass die Invariante auch ganz am Ende erfüllt ist und daher Korrektheit des Endergebnisses implizieren kann. Wieder das rekursive Beispiel. Auch hier ist eine vollständige Induktion die Basis, aber hier sieht sie ganz anders aus. Der Induktionsanfang setzt beim Rekursionsanker an. Für einelementige Sequenzen muss gewährleistet werden, dass sie korrekt sortiert sind, was natürlich trivial ist, hier ist nichts zu tun. Der Induktionsschritt betrachtet eine Sequenz der Länge n größer 1. Induktionsvoraussetzung ist, dass der Algorithmus alle Sequenzen mit Länge kleiner n korrekt sortiert. Daher kann Merge Sort einfach mit den beiden Teilsequenzen aufgerufen werden und wir können uns blindlings sicher sein, danach sind diese beiden Teilsequenzen korrekt sortiert.